In diesem Video erfährst du die wichtigsten Regeln und Begrifflichkeiten im Eishockey. Fangen wir mit dem Spielfeld an. Das Spielfeld ist in drei Drittel unterteilt. Je nachdem, ob die Mannschaft den Puck hat oder nicht, werden die Zonen Angriffszone oder Verteidigungszone genannt. Das Drittel in der Mitte ist die neutrale Zone. Außerdem gibt es eine Mittellinie. Die rote Linie ist die Torlinie. Eine Besonderheit im Eishockey ist, dass auch hinter dem Tor weitergespielt wird. Die kleinen Halbkreise vor den Toren bilden den Torraum. Dieser Halbkreis ist der Bereich des Schiedsrichters. Hier befindet sich einer der gewöhnlich zwei Schiedsrichter. Das sind die sogenannten Anspielpunkte. An diesen wird der Puck bei Spielunterbrechungen durch einen sogenannten Bully wieder ins Spiel gebracht. Welcher Anspielpunkt dafür genutzt wird, hängt von der Art der Unterbrechung ab. Auf dem Eis befinden sich pro Mannschaft 6 Spieler inklusive des Torwarts. Eine Mannschaft besteht meist aus 20 Feldspielern und 2 Goalies. Die grundlegenden Spielerpositionen sind der Goalie, die Verteidiger rechts und links, Winger oder Flügelstürmer und der Center. Spieler können beliebig oft ausgewechselt werden. In der Regel befindet sich ein Spieler nur circa eine Minute auf dem Platz. Wenn alle 5 Feldspieler gleichzeitig ausgewechselt werden, spricht man von einem Reihenwechsel. Im Eishockey unterscheidet man zwischen sogenannten On-Ice-Offiziellen und Off-Ice-Offiziellen. Es gibt 4 On-Ice-Offizielle, 2 Hauptschiedsrichter, Referees und 2 Linienschiedsrichter, Linepersons. Die Linienschiedsrichter pfeifen Linienverstöße wie Icing oder Upsides. Außerdem führen sie die Bullies durch. Was Icing oder Bullies sind, erfährst du später im Video. In manchen Ligen wird aber auch nur mit einem Referee und 2 Linepersons oder nur mit 2 Referees gespielt. Off-Ice-Offizielle sind zum Beispiel Spielzeitnehmer, Punkterichter, Strafbankbetreuer, Videotorrichter und Stadionsprecher. Die reguläre Spielzeit beträgt 3x20 Minuten mit je 15 Minuten Pause dazwischen. Steht es danach unentschieden, geht es in die Verlängerung, der sogenannten Overtime. Bei jeder Spielunterbrechung wird die Zeit gestoppt. Ein Eishockeyspiel dauert deswegen oft 2 bis 2,5 Stunden. Es gibt viele unterschiedliche Varianten, wie die Verlängerung gespielt wird. Bei manchen Varianten spielen nur 3 Feldspieler gegeneinander. Es wird im Sudden Death Mode gespielt. Das heißt, wer das erste Tor schießt, gewinnt. In der Beschreibung findest du einen Link. Unter diesem erfährst du, in welcher Liga welche Overtime-Variante gespielt wird. Steht es nach der Overtime immer noch unentschieden, folgt ein Shootout. Je nach Liga oder Turnier werden 3 oder 5 Schützen bestimmt, die abwechselnd aufs Tor schießen. Erhält ein Spieler gegen Ende der Spielzeit eine Zeitstrafe und geht diese über das Ende der Spielzeit hinaus, darf er nicht am Shootout teilnehmen. Bei relativ leichten Vergehen wird gegen den Spieler eine Zeitstrafe von 2 bis 5 Minuten verhängt. Diese Zeit muss er vom Feld. Die Mannschaft darf keinen anderen Spieler einwechseln und spielt in Unterzahl weiter. Bei harten Fouls wird eine persönliche Zeitstrafe gegen den Spieler verhängt. Er muss für mindestens 10 Minuten vom Platz. Es darf aber ein anderer Spieler für ihn auf den Platz kommen. Bei brutalen Fouls wird eine Spieldauer-Disziplinarstrafe verhängt. Der betroffene Spieler muss den Spielbereich verlassen und darf nicht mehr am Spiel teilnehmen. Auch für zukünftige Matches kann er gesperrt werden. Bei Spielunterbrechungen, wie zum Beispiel Foul, wird ein Bully durchgeführt. Bei Fouls wird der Bully in der Angriffszone der gefoulten Mannschaft durchgeführt. Der Center darf hier entscheiden, ob der rechte oder der linke Bullypunkt verwendet wird. Bei Icing darf der Center ebenfalls entscheiden, an welchem Punkt er im Angriffsdrittel den Bully ausführen will. Nach Spielbeginn, nach den Dritteln, bei Upsides oder nach einem Tor wird der Bully in der neutralen Zone ausgeführt. Und so funktioniert ein Bully. Nach dem Pfiff haben alle Spieler 5 Sekunden Zeit, ihre Positionen einzunehmen. Die beiden Center stehen sich gegenüber. Zwei weitere Spieler je Team
stehen außen am Bullykreis, an den sogenannten Hashmarks, oder mit ca. 1,5 bis 2 Metern Abstand vom Anspielpunkt entfernt. Diese Spieler dürfen erst in den Kreis, wenn der Puck im Spiel ist. Der Schiedsrichter lässt den Puck auf den Bullypunkt fallen und beide Kontrahenten versuchen, den Puck zu bekommen. Der Einwurf des Pucks wird vom Linienrichter übernommen. Der Feldschiedsrichter kontrolliert die korrekte Ausführung und greift gegebenenfalls ein. Icing ist ein unerlaubter Weitschuss bzw. Befreiungsschuss. Dabei schießt ein Spieler vom eigenen Drittel oder der eigenen Hälfte hinter die verlängerte gegnerische Torlinie. Dabei ist es egal, ob es ein direkter Schuss ist oder der Puck vom Spieler abgefälscht worden ist. Es ist nicht die Position des Spielers ausschlaggebend, sondern die Position des Pucks beim Abschuss. Folgende Spielzüge sind Icing. Der Puck wird vom Verteidigungsdrittel abgespielt und überquert direkt die Torlinie. Der Puck befindet sich beim Abspiel hinter der Mittellinie und wird direkt hinter die Torlinie gespielt. Der Puck befindet sich hinter der Mittellinie und wird über Bande hinter das Tor gespielt. Pfeift der Schiedsrichter Icing, wird das Spiel sofort unterbrochen und es wird ein Bully ausgeführt. Dieser findet im Verteidigungsdrittel der Mannschaft statt, die das Icing verursacht hat. Außerdem darf diese Mannschaft in dieser Spielunterbrechung nicht auswechseln. Es gibt einige Ausnahmen, wann der Schiedsrichter kein Icing pfeift. Mit dem Icing wird direkt ein Tor erzielt oder aufs Tor geschossen. Die Mannschaft, die Icing begeht, befindet sich in Unterzahl. Der Puck wird vor dem Überqueren der verlängerten Torlinie von einem gegnerischen Spieler berührt. Ein Spieler der gegnerischen Mannschaft hätte den Puck spielen können, hat es aber absichtlich nicht gemacht. Wenn der Torwart bei dem Schuss den Torraum verlässt bzw. sich schon außerhalb befindet und sich auf den Puck zubewegt. Man unterscheidet auch je nach Liga unter dem gerade beschriebenen Icing, Touch Icing und Hybrid Icing. In der NHL wurde lange Zeit Touch Icing gespielt. Touch Icing bedeutet, dass es nur als Icing gilt, wenn die gegnerische Mannschaft zuerst den Puck berührt, nachdem dieser die verlängerte Torlinie überschritten hat. Im Fall, dass ein Spieler der eigenen Mannschaft den Puck berührt, läuft das Spiel ganz normal weiter. Dadurch kam es schon zu schweren Verletzungen durch harte Bodychecks. Deswegen wird aktuell nach der Hybrid-Icing-Regel gespielt, bei der entscheidet der Linienschiedsrichter, welche der beiden Mannschaften als erstes am Puck sein könnte. Dabei ist die jeweilige Distanz vom Puck zum Spieler entscheidend. Wird eine klare Torchance durch ein Foul vereitelt, gibt es Penalty. Meist ist dies der Fall, wenn ein Spieler alleine mit dem Puck auf den Torwart zufährt und dann durch ein Foul gestoppt wird. Beim Penalty befinden sich nur zwei Spieler auf dem Feld, der Torwart der einen Mannschaft und ein Feldspieler der anderen Mannschaft. Der Spieler, der den Penalty ausführt, fährt vom Mittelpunkt aus auf den Torwart zu und versucht, ein Tor zu erzielen. Der Torwart darf den Torraum erst verlassen, wenn sein Gegenüber den Puck berührt hat. Es gibt auch keinen Nachschuss. Ein Spieler steht im Abseits, wenn er sich im Angriffsdrittel befindet, bevor der Puck die blaue Linie des Angriffsdrittels überschritten hat. Nach einem Abseits gibt es einen Bully in der neutralen Zone. Man spricht von einem Powerplay, wenn eine Mannschaft durch eine Zeitstrafe des anderen Teams in Überzahl ist. Wird im Powerplay ein Tor erzielt, ist die verhängte Zeitstrafe des Spielers aufgehoben und er darf sofort wieder am Spiel teilnehmen. Der Puck darf theoretisch mit dem Fuß gespielt werden, wenn dabei kein Tor erzielt wird. Das ist aber nicht sonderlich effektiv, im Gegensatz zum Schuss mit dem Schläger. Jedes Team kann sich pro Spiel eine Auszeit von 30 Sekunden nehmen. Nun weißt du Bescheid und kannst mitreden. Du willst selbst im Eishockey aktiv werden? Dann schau dir unsere Eishockey-Tutorials mit dem ehemaligen NHL-Spieler Christian Ehrhoff an. Er zeigt dir nützliche Praxistipps und Übungen. Viel Spaß!